Papst Franziskus hat deutliche Kritik am deutschen synodalen Weg geübt. Und zwar aufgrund von besonders zwei Aussagen. Und zwar die eine ist, in Deutschland gibt es eine sehr gute evangelische Kirche. Wir brauchen nicht zwei davon, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Interview mit der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica. Und das hat er auch schon dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Betzing, auch so gesagt. Das andere, was er dazu gesagt hat zum synodalen Weg, ist noch schwerwiegender. Und da hat er gesagt, das Problem entsteht, wenn der synodale Weg von den Intellektuellen und theologischen Eliten entspringt und viel durch Druck von außen beeinflusst wird. Und das ist etwas, was für Papst Franziskus sehr schwer wiegt, denn er wollte ja eigentlich keine völlig verkopfte Angelegenheit. Der synodale Weg ist im Wesentlichen ein Produkt der, das hat die Deutsche Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, und wer dort den Ton angibt, sind diese Theologen der akademischen Theologie, ja, die natürlich völlig eigene Wege erfinden wollen, eine eigene Theologie machen wollen. Und das nervt Papst Franziskus. Und außerdem noch sind dort die ganzen Repräsentanten des deutschen Verbandskatholizismus. Die sitzen dort. Also es ist wirklich eine völlig verkopfte und völlig unrepräsentative Veranstaltung, was dort abläuft. Es ist interessant, was die FAZ dazu kommentiert hat, denn die FAZ ist relativ kritisch Papst Franziskus gegenüber, ja, und da können Sie, und ich zitiere das, damit Sie sehen, dass nicht, ich bin nicht der Einzige, der das kritisiert oder so, sondern, oder die Polen oder die Skandinavier, sondern auch durchaus, es ist interessant, die Einschätzung eben von einer solchen Zeitung zu lesen, und die interpretieren das Ganze folgendermaßen. Deutlicher lässt sich in der für Franziskus typischen informellen Autoritätsausübung nicht sagen, wo in Rom die Glocken hängen. Mag er auch versuchen, es wegzulachen. Tatsächlich hat er diesen Ausspruch mit den zwei evangelischen Kirchen anscheinend so ein bisschen wie ein Witz dargestellt. Ja. Der Vatikan fasst das deutsche Reformprojekt mit teilweise 5 Jahrzehnte alten heißen Eisen vom Frauenpriestertum bis zur Sexualmoral als protestantischen Ableger auf und keinesfalls als weltkirchliches Modell, als dass es an den hiesigen Verfechtern vorkommt. Ich betone, es ist sehr wichtig, dass wo er dieses Interview gegeben hat oder dieses Gespräch geführt hat, und zwar mit den Leuten der Civiltà Cattolica, denn die Civiltà Cattolica, also die katholische Gesellschaft, wenn man so will, oder die Gesellschaft Civiltà, das ist eine Mischung von, ja auch, wenn man so will, die Kultur, ja, die Zivilisation, ja, ist eine der ältesten Zeitschriften der Welt überhaupt, wenn nicht gar die älteste, und natürlich von den Jesuiten geführt, und deshalb hat sie einen relativ hohen intellektuellen Anspruch. Ja, natürlich, weil sie in den Händen der Jesuiten sich befindet, hat sie natürlich auch, ist ja auch diesen ganzen Weg des Progressismus, hat sie mitgemacht, aber sie hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Das heißt, diese Aussagen hat Papst Franziskus nicht gegenüber einer kleinen Kirchenzeitung irgendwo gemacht. Die Frage ist natürlich jetzt, wie die Deutschen darauf reagieren. Also vor allem Bischof Dr. Georg Betzing, also der Vorsitzende der Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und beziehungsweise die Vorsitzende, die Präsidentin, Frau Dr. Irme Stetter-Karp. Ich habe den Eindruck, dass für Bischof Betzing das Ganze nicht völlig überraschend kommt, denn neulich im Deutschlandfunk hat er sich schon so geäußert, er hat gesagt, er sei über Papst Franziskus enttäuscht im Sinne von Täuschung. Ich erinnere, Bischof Betzing äußert sich äußerst undiplomatisch aus. Ich meine, dass er so über den Papst redet, das ist schon verblüffend. Ja. Okay, und die Frau Dr. Irme Stetter-Karp hat tatsächlich in der letzten Vollversammlung des Zentralkomitees schon versucht, die Erwartungen an den synodalen Weg deutlich zu dämpfen. Ja, also die hat gesagt, okay, ich bin zwar für diese ganzen Geschichten, Frauenpriestertum, diesen ganzen Kram, aber sie hat gesagt, ganz klar gesagt, also vieles werden wir nicht in der Weltkirche erreichen. Das heißt, da ist schon eine Haltung, wir müssen da etwas vorsichtiger sein. Was können die jetzt machen? Vielleicht werden die jetzt diese ganzen Dokumente nehmen und sagen, okay, wir werden ein bisschen schnippeln und das ganz Schrille rausnehmen. Vor allen Dingen zum Beispiel Dokumenten über diese Segnungsfeiern. Das ist das schlimmste Dokument fast, weil das ist ein Frontalangriff gegen das
die Sexualmoral und vor allem das Eheverständnis, das katholische Eheverständnis. Das ist ein völlig schismatisches Dokument, völlig heretisch. Ja? Und das sind natürlich die Dokumente, die die Menschen vor den Kopf stoßen. Aber auf eine Sache werden die Deutschen eigentlich nicht verhindern können, rein theoretisch, ja, ist, dass dieser synodale Weg immer mehr scharf in der Diskussion steht und immer mehr kritisiert wird. Bischof Betzinger hat sich irritiert gezeigt über die ganzen offenen Briefe von anderen Bischöfen und am Ende hat er gesagt, er wird diese offenen Briefe nicht mehr beantworten. Eine groteske Haltung, ja, denn natürlich ist dieser synodale Weg Teil der Weltöffentlichkeit und die Leute wollen natürlich sagen, okay, was ist ja los bei euch in Deutschland? Ja, ihr seid auf dem Weg zum Schisma. Und er sagt, nö, ich werde darauf nicht mehr reagieren. Das ist einfach unglaublich. Nach einer solchen Stellungnahme des Papstes kann er natürlich sich das noch weniger leisten, denn die ganzen Leute sagen, ja, also selbst der Papst. Und ja, vom Vatikan kam ja schon eine ganze Reihe von Signalen in diese Richtung. Das kam ja schon von Kardinal Parolin, das ist ja mein Staatssekretär. Das kam sogar von Kardinal Walter Kasper, wirklich kein Konservativer. Er ist sozusagen das Progressistischste, was es im Kardinalskollegium gibt. Er hat auch gesagt, dieser synodale Weg bereitet mir Magenschmerzen. Das heißt, die Deutschen hätten schon längst irgendwie reagieren müssen und das Ganze in einer normaleren Ebene, in einer normalen Bahn. Aber sie wollten nicht, weil sie eben diese Hartnäckigkeit, ja, und diese Idee, am deutschen Wesen soll die Welt genesen oder die Kirche genesen. Also, es kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach nichts tun. Die sagen, okay, wir werden gar nicht mehr darauf reagieren. Wir werden diese ganzen Beschlüsse fassen und dann schicken wir die zur Weltkirche und mal sehen, was da passiert. Die Frage ist natürlich, ob das die Basisgruppen akzeptieren. Denn Bischof Betzing gibt sich ja immer militanter für diese ganze Geschichte und sagt, wir müssen einen Bruch mit der Theologie, mit der Vergangenheit, mit der Tradition haben. Also das sind natürlich schon sehr heftige Töne, die er neulich angeschlagen hat. Ich habe ein Video dazu gedreht, das war in Gespräch mit der Handwerkskammer Frankfurt. Das ist schon erstaunlich. Ja, das heißt, die motivieren ja geradezu die Basisgruppen eben zu poltern und an die Barrikaden zu gehen. Also Bischof Betzing erweist sich immer mehr als ungeeignet, denn er lässt sich keine Fluchtwege auf. Ja. Er sagt Dinge, ja, die man ihm später sagen kann, okay, du hast das gesagt, aber du machst jetzt was ganz anderes. Das ist seine Haltung, seine Position und deshalb verliert er eigentlich zunehmend an Unabhängigkeit, an Freiheit gegenüber diesen ganzen radikalen Basisgruppen. Ja. Mal sehen, was da passiert. Wir müssen das beobachten, aber das Wichtige ist, dass wir ein Zeugnis geben für die katholische Kirche in Deutschland und ganz klar sagen, wir wollen hier kein Schisma, wir wollen keine heretische Kirche, wir wollen keinen deutschen Sonderweg, wir wollen eine Kirche, die schlicht und ergreifend den katholischen Glauben und das katholische Lehramt verkündet. Ansonsten wollen wir gar nichts. Das ist, was wir wollen und keine theologischen Experimente im Rahmen dieses synodalen Weges. Vielen Dank.